Ich erkläre dir heute das magische Effekt-Setup. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Dein Grundmix ist fertig, du hast alle Instrumente in einem guten Verhältnis zueinander abgemischt und alle Elemente sauber im Stereofeld verteilt und dein Liedgesang sitzt schön vorne im Mix. Jetzt geht es an die komplexen Effekte wie Hall und Delay und da gehen bei den meisten die ersten Probleme los. Also welches Delay sollst du einsetzen und welche Einstellungen sind dafür optimal? Wie viel Hall-Plugin setzt man eigentlich bei so einem Mix ein und welche Hall-Art solltest du verwenden, also ein Plattenhall, Spring Reverb oder doch lieber natürlichen Raumhall. Sprich, wie kannst du diese Effekte so einstellen, dass du die perfekte Tiefenstaffelung für deinen Mix bekommst? Oder noch besser, gibt es nicht Einstellungsmöglichkeiten für diese Effekte, die immer funktionieren? Ja, die gibt es tatsächlich und diese Methode habe ich zum ersten Mal bei Top Mixing Engineer Bobby Osinski gesehen und er nennt sie das magische Effekt-Setup. Insgesamt funktioniert das in 3 Schritten und ich zeige dir jetzt genau, wie es funktioniert. Wir fangen an mit Schritt Nummer 1. Bevor wir das aber tun, hören wir mal ganz kurz in den Mix hier rein. Okay, was du bei diesem Mix jetzt hier hören kannst, ist, dass der Grundmix, der Basic Mix, eigentlich recht gut klingt. Aber es fehlt komplett die Tiefenstaffelung. Das liegt daran, dass ich noch keine Effekte wie Hall oder Delay eingesetzt habe. Also außer auf den E-Gitarren hier, wo der Hall schon mit aufgenommen worden ist, hast du hier keinen Hall, kein Delay und somit auch keine Räumlichkeit. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns ein Delay raussuchen. Ich nehme das H-Delay von Waves. Du kannst aber jedes andere Delay auch verwenden. Ich suche mir hier, und das ist jetzt wichtig, 220 Millisekunden aus. Das kann ich bei dem Delay hier direkt einstellen oder manuell einstellen. Das ist super. Und wir drehen das Feedback relativ weit runter, sodass wir ungefähr 1 bis 2 Slaps bekommen. Das sollte reichen, um Räumlichkeit zu erzeugen. Und dieses Delay setzen wir jetzt hauptsächlich für Gesang, für die Lead Vocals ein. Ich habe hier Bus 5 zugewiesen. Ich gehe hier rein. Bus 5. Ich lasse es erstmal solo laufen. Und dreh dann das Delay ein bisschen rein, da hörst du gleich, wie viel mehr Räumlichkeit du bekommst und wie einfach das funktioniert. Du musst eigentlich nur diesen Send hier festlegen und bekommst dann die Größe, die Räumlichkeit, die du möchtest. The time went by like the blink of an eye. The summer sun is now an autumn sky. Beeindruckend, oder? Ein Delay-Plugin, die richtige Zeiteinstellung, großer Effekt für die Vocals. Machen wir gleich weiter mit Schritt Nummer 2. Hier legen wir uns ein kurzes Reverb an und das benutzen wir hauptsächlich für die Drums. Ich habe also hier ein Aux mir festgelegt, falls du nicht weißt, wie das in Logic geht. Du gehst einfach hier auf Optionen und dann auf neuen Aux-Channel-Strip erzeugen und dann macht er dir das hier. Ich nehme also hier den Space Designer direkt von Logic selber und wähle mir in diesem Fall Medium Spaces, Plate Reverbs und dann Soft Plate, das sind so 1,3 Sekunden, das passt ganz gut. Ich gehe auch mit dem Wet-Regler richtig hoch wieder. Ich stelle das Pre-Delay auf ca. 20 Sekunden und das weise ich jetzt, wie gesagt, den Drums zu. Also ich denke, du hörst es schnell, wie viel mehr Größe, mehr Tiefe du deiner Snare Drum mit diesem Plate Reverb oder mit diesem Hall verleihen kannst, ja? Und ich mache das jetzt auch nochmal ein bisschen für die Toms hier und für den Drum Room und für die Kick und dann lassen wir es mal im Gesamtmix laufen. We'll be right back.
Auch hier Wahnsinn, oder? Ein Plagiarverb, 1,3 Sekunden und großer Effekt für die Drums. Jetzt müssen wir uns nur noch um die restlichen Instrumente im Mix kümmern. Und hierfür holen wir uns einen großen Hall. Und den setzen wir auf alle anderen Instrumente ein, also die, die wir noch nicht gebraucht haben. Ich mache hier auch wieder Stereo, nehme wieder meinen Space Designer und in dem Fall suche ich jetzt einen großen Hall aus. Der hier gefällt mir ganz gut. 3,6 Sekunden ist ein bisschen viel. Ich gehe mal hier runter auf 1,8 und ich gehe auch hier wieder auf 20 Sekunden Pre-Delay. Und das setze ich jetzt ein, diesen Hall, der ist auf Bus 7, auf alle anderen Instrumente, die ich wichtig finde. Also den Bass, meine Akustikgitarren, mein Piano und meine Strings. Und für diese Art von Rockballade oder Countryballade kann ich bestimmt auch was von diesem großen Hall hier für meine Lead-Vocals gebrauchen. Ich schalte kurz die einzelnen Instrumentengruppen solo und füge ein bisschen Hallanteil hinzu. Okay, machen wir mal folgendes Experiment. Ich lasse den Gesamtmix laufen und schalte alle Effekteinstellungen, die ich von diesem Effekt-Setup jetzt hier dazugeladen habe, aus und wieder an. Und du wirst sofort hören, wie viel mehr Tiefe und Räumlichkeit du durch diese drei einfachen Arbeitsschritte bekommst. Natürlich ist das magische Effekt-Setup keine Allheilmethode, um immer die perfekte Tiefenstaffelung in deine Mixe zu bekommen. Aber ich finde, du kannst somit sehr, sehr schnell und sehr, sehr effektiv Effekte wie Delay und Hall einstellen. Und auch für Anfänger können diese Einstellungen gute Startpunkte sein. Übrigens, wenn du dich beim Einstellen von Hall noch unsicher fühlst, dann empfehle ich dir mein PDF 5 wichtige Hall-Parameter. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da erkläre ich dir die 5 wichtigsten Parameter eines Hallgeräts und wie du sie perfekt einstellen kannst. Jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. War das jetzt alles Quacksalberei und das wird niemals so funktionieren? Oder wie stellst du deinen Hall und deine Delay-Zeiten ein? Wie lange brauchst du, um diese Effekte für deine Mixe perfekt einzustellen? Schreib es mal bitte gerne unten in die Kommentare. Falls du noch mal ein bisschen mehr über das Thema Tiefenstaffelung erfahren möchtest, empfehle ich dir dieses Video. Da gehe ich dann noch mal ein bisschen genauer und intensiver drauf ein. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Video und bis bald.